Ja, das ist total geil hier. Vor allen Dingen die Musik. Und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe kaum noch Muni, ne? Da war eine. Da war eine. Von diesen Viechern. Warte mal, ich sollte mal... Ach, nein. Pistole nachladen. Gucken noch mal vorsichtig. Hier ist aber nichts weiter. Jetzt sind wir hier drin. Das hatte ich vorhin nicht gesehen. Jetzt sind wir hier drin. Jetzt sind wir hier drin. Alles klar. Da oben habe ich gestanden, verzweifelt. Ah, da, guck mal, da hockt schon wieder wer. So ein Honk. Nur gucken, ob hier noch Sachen sind. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. 7 Pistolenkugeln. Na, das war gut. 2 Schüsse. Ich habe für eine Spinne teilweise 5 gebraucht. 5. Also fast ein ganzes Magazin. Man findet Munition, ne? Aber trotzdem. Nimm's. Arschloch. Kriege ich hier irgendwelche Meldungen? Na ja, gut. Jetzt sind wir hier bei der Maschine. Bevor ich die anschmeiße, gucke ich hier aber erstmal ein Rohr. Und nichts. Ich habe ja nichts mehr. Meine Axt ist auch hinüber. Wir haben ja nichts. Nix. Pistolenkugeln. Sehr schön. Die sind jetzt voll, würde ich sogar sagen. Voll. Hier ist eine Schaufel oder was ist das hier? Ich nehme lieber die Schaufel. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht schneller ging. Ach guck mal, hier ist der Generator und dann sind wir da ja nicht durchgekommen. Hier kann ich auch noch hin. Hier ist noch was. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Uiuiuiuiui. Holy moly. Ich hasse diese Spinnen. Die Molotows, die entzünden sich, wenn man... Guck mal, hier ist ein A. Hier kommt eine Markierung. Und wenn man dich daran geht, geht sie weg. Das ist Spielerverarsche. Das habt ihr so richtig gut hin, ne? So, dann wollen wir das Ding mal hier... Ich drücke, ne? Ich drücke nochmal. Oh, sorry. Da ist das Haus. Was heißt das denn? Das ist ich bin der Ausgang. Ich musste sterben, damit ich mich. Ah, hallo? Vor 30 Jahren. Frederik verließ sich auf meinen Tod. Das hat alles keinen Sinn. Finden Sie Ihren Fokus. Ich hab alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Hey. Bin meinem Tod entkommen. Meinem Schicksal. Nochmal. Finden Sie Ihren Fokus. Ich bin auch da. Was zur Hölle passiert hier? Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Ich bin auch da. Ganz ruhig, Mr. Carnby. Was wollen Sie? Sie haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet?
Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen. Alles in Ordnung, Detective? Nein, ich glaube nicht. Also vielleicht. Ich muss gehen. Ich muss zu Jeremy. Gut. Sagen Sie, wenn Sie ihn gefunden haben. Das war Jeremys Selbsttäuschung? Ein Dampfboot, das im Schlamm feststeckt? Ich kann nicht behaupten, ich würde irgendwas davon verstehen. Psychoanalytischer Unfug. Tja, und was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wir haben keine Ziele. Puh. Jeremy finden. Ich würde ja gern gucken, ob man da jetzt in das Zimmer oben reinkommt. Wir haben ja noch den Schatz von Emily da zu finden. Emily Gries. Kann ich rein? Hier kann ich rein? Hier kann ich nicht rein. Wo finde ich denn den Schlüssel für den leeren Raum? Oder das leere Zimmer? Es macht alles so wenig Sinn. Ja, was ist jetzt los? Was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Hier oben sind wir jetzt. Ich stehe... Ach, das ist Perosis Zimmer. Der leere Raum ist unten. Bin ich doof? Bitte keine Antworten. Komme ich da unten überhaupt rein? Ja, wir machen das jetzt. Ich habe meine Schaufel noch. Das war hier unten. Und hier komme ich nicht rein, hier ist zu. Hier komme ich rein. Hier sind wir aber richtig. Hä? Was war denn das da? Warum war ich denn da? Jetzt bin ich total durch den Wind. Warum bin ich denn da oben reingegangen? Kommen wir jetzt hier rein? Das ist der leere Raum. Hier ist ein Tresor. Das ist mein Zimmer. Oh, wir haben fertig. Der Feto steht auf dem Laichgrund für das Groteske. Ein Tempel, der dem reglosen Wachstum geweiht ist. Der hässlichsten und krebsverseuchten Seite der Natur. Man mag seinen Geist eine Weile abschirmen können, aber sei versichert, mit der Zeit wird deine Seele dieser grässlichen Gottheit huldigen. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt. Aha. Sie alle quaken, bellen und meckern, weil ihre eigenen Körper von Angst erfasst werden und versuchen, das Böse auszuspeien, das diese Worte heraufbeschwören. Yeah. Statt den blasphemischen Namen auszusprechen, tratschen sie im Flüsterton über die Namen von der Feto, Astart, und der schwarzen Siege der Wälder. Ich höre je. Ich erkenne diese Aussicht. Guck mal, da ist was. Hier haben wir einen Tresor. Da brauche ich aber wieder einen Code, ne?
Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. Ja? Aha. Das hört sich interessant an. Wir können ja auch erstmal hier gucken, was hier ist. ...196? Ist das die Kombination? Finde vertraute Zahlen. Finde vertraute Zahlen. Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war da. Er kennt diese Zahl. Ach, guck mal da, 196, 692. Ich habe das geschrieben. 692. Ist das der Code für das Ding? 692? Wir sollen ja, ich habe ja gesagt, ich habe eine Theorie immer erst im Uhrzeigersinn. 6, 9, oh, das war falsch. 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, eine Picayune, eine alte Münze aus der Zeit, in der Louisiana eine spanische Kolonie war. Detektiv Carnaby? Detective, ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich, aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. Wie lange war ich wohl hier? Ich will nur gucken, ob hier noch was Schönes ist. Aber hier ist nichts Neues Schönes, ne? Hier waren wir ja auch letztes Mal schon suchen. Dann gehen wir jetzt mit der Münze, denke ich mal, kann ich das Gitter aufschrauben. Ich vermute es mal und dann müssen wir in das Zimmer von Grace. Vermute ich auch mal. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Das fehlende Bild, Schlüsselgegenstand. Das ist so eine Spinne vom Schiff, ne? Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das... Der leere Raum fühlte sich immer vertraut an. Er roch vage nach geknickten Blättern und nassem Sand. Was Besucher den Eindruck vermittelte, hierher zu gehören. Aber das war natürlich nicht echt. Aber immer noch realer als viele andere Dinge, die man finden mochte. Ruths Zimmer. Das ist weiter unten. Grace Zimmer ist eine Etage höher. Oder? Ja. Galerie und dann auf die andere Seite. Warum steht denn da noch, dass ich immer noch die... Hier ist nichts mehr, ne? Ich verstehe es nicht so ganz, ne? Denn der Text ist noch nicht durchgestrichen. Wir haben ja die Bilder gefunden. Geht halt schon wieder los. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Oh. Ah, hier.
Da hängen noch mehr dran. Mach auf! Oh. Meine Fresse. Welches waren denn jetzt? Ich glaube, das war das Zimmer von Grace, ne? Ja, ist schon spät. Da ist noch was. Ja, den hatten wir doch mitgenommen. Warum ist denn der jetzt noch mal da? Ich kapiere es nicht. Es macht keinen. Macht das Sinn? Ich muss jetzt herausfinden. Da macht das Sinn, in meinen Augen. Das passt. Hier kann man aber wenigstens das besser sehen. Ja, das passt nicht richtig. Das passt besser. So, guck mal, hier unten kann man es sehen auf dem Boden. Das passt hier sogar. Ach du Scheiße! Da ist wieder ein Tresor. Was ist das denn für ein Raum? Hier. Kann ich eigentlich speichern? Nein, natürlich wieder nicht. Dann gehen wir erstmal zu dieser Tür. Gut, wir haben nur einen Weg. Sieht aus wie ein Lagerraum oder so zu seiner Detektei. Da war aber das Klo, glaube ich. Ja, sag ich doch. Das kommt mir bekannt vor. Ist ja hier selber fast. Kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier. Er war wieder im französischen Viertel. In seinem Büro, um genau zu sein. Ein Ort, den Jeremy mit Sicherheit nie gesehen hatte. Das konnte nur heißen, dass der Schattenmann in Edwards Geist gegriffen und einen Ort herbeibeschworen hatte, um ihn zu quälen. Wir haben
den Schreibtisch. Das bin ich. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, in der Depression und im Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam... nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle... Zerknüllter Theodor Saunders? Nur mein Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur. Geht es jetzt um eine Entführung? Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Ja, guck mal, da unten finde heraus, an welchem Fall. Fehlzeichnung in McCarthys Zimmer. Hier sind lauter so eine kleinen Fehler drin, ne? Suche nach einem Mädchen. Das ist Theodor. Aber man kann es nicht übersetzen. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Ah, hier. Hier fehlen noch Sachen. Ich kann noch mal gucken, ob ich hier rein kann. Es geht noch. Irgendwas fehlt mir noch. Jetzt ist das Bild auch wieder zusammengesetzt. Vorhin lag hier nur so ein Bildhaufen. Also hier bei ihr gibt's nichts. Kann ich jetzt wenigstens speichern? Ja, jetzt kann ich speichern. Das ist schön. Nicht weiter. Huch! Jetzt haben wir wieder einen Fehler hier. Oh, das war's denn wohl, oder was? Er geht hier nicht weg. Hier, guckt euch das an. Ich hab's Gott sei Dank in der Aufnahme. Ne? Man kann das denn sehr gut sehen. Wie bei Outcast. Das scheint wohl bei diesem Publisher jetzt ein Qualitätsmerkmal zu sein. Die Spiele bitte nicht kaufen, wenn sie erscheinen. So, reicht für heute. Tschüss!